Anstatt uns bei dem Starbucks-Kaffee über die 6 Euro aufzuregen, könnten wir ein paar Aktien besitzen und würden uns freuen, wenn der Starbucks-Kaffee etwas teurer wird, weil wir partizipieren von der Wertsteigerung und wir partizipieren möglicherweise von den Dividenden. Wir gehen diesen langen, weißen Flur entlang. Du kennst solche Flure bestimmt. Es ist ein Krankenhausflur in einem Teilbereich der Münchner Uniklinik. Ich bin nicht alleine, sondern ich bin mit Joshua Kimmich unterwegs an diesem Tag. Und mit Michael Köllner, den kennst du vielleicht nicht, der Trainer von 1860, aber Josh Kimmich, den wirst du kennen. Spieler bei Bayern München und Spieler in der Nationalmannschaft. Dieser Tag ist etwas Unglaubliches für mich, denn wir besuchen Kinder auf der Palliativstation. Das heißt, Kinder, die medizinisch, die therapeutisch eigentlich austherapiert sind und auf den Tod warten. Ich kann dir sagen, dieser Tag im Oktober hat mich mal wieder geerdet. Ab und zu bin ich in Hamburg im Kinderhospiz und so kenne ich diese Situation. Und im ersten Moment spricht man diesen Kindern, diesen Menschen Mut zu. Und abends versuche ich immer Kraft rauszuziehen, denn ich bin in dem Moment dankbar. Ich spüre Demut dafür, dass es meiner Frau, meinen Kindern und mir selber so gut geht, dass wir gesund sind, dass wir unser Leben nach unseren Möglichkeiten gestalten können. Und weißt du, was häufig mit gestalten können zu tun hat? Das sind unsere Finanzen. Und sehr, sehr häufig schieben wir sie beiseite, weil wir Geld nicht mögen, weil wir Geld nicht können, weil wir vielleicht auch schlechte Erfahrungen mit Geld gemacht haben. Aber eines solltest du erkennen, und das hat Corona mehr als deutlich gemacht. Wir sind in der Situation, dass auf der Welt alles im Wandel ist. Und immer mehr Menschen verstehen, dass es nicht ausreicht, sich auf ein Einkommen als Angestellter oder Unternehmer oder Freiberufler oder Beamter zu verlassen. Und mindestens genauso viele Menschen verstehen, dass wenn wir über eine finanziell sichere Zukunft oder die Rente reden, dass wir uns nicht auf den Staat verlassen können. Wir könnten uns jetzt die aktuellen Inflationsraten angucken, die mit 5% auf einem Niveau sind, wie wir es in den letzten 20 oder 30 Jahren nicht gehabt haben. Wir könnten über die Staatsschulden sprechen, dass Staaten, Gemeinden, Länder, Regionen oder auch die privaten Haushalte so hoch verschuldet sind wie nie zuvor. Und natürlich können wir auch über das Zinsniveau sprechen, dass es in Zukunft sehr, sehr schwierig wird, ein Einkommen abzusichern bzw. eine Altersvorsorge und eine Rente sauber aufzustellen. Und ich frage mich immer, wir wollen verantwortlich unser Leben leben. Warum klammern so viele Menschen das Thema Geld aus? Warum gehen wir dieses Thema nicht an? Warum kommen wir nicht in die Umsetzung? Denn aus meiner Sicht war es nie wichtiger, sich um seine Finanzen zu kümmern, als heute. Der Druck ist sozusagen riesengroß geworden. Und mittlerweile, und das finde ich hochinteressant, hat sich auch die öffentliche Wahrnehmung geändert. Als ich mit 16 Jahren begonnen habe, an der Börse zu investieren, in Aktien zu investieren, über ein Börsenmagazin meines Nachbarn, was mich zufällig erreicht hat, haben Banken und Versicherungen noch über Bausparverträge, Lebensversicherung und Rentenversicherung gesprochen. Der Verbraucherschutz hat vor Aktien gewarnt. Heute, 25 Jahre später, ist die Empfehlung genau diesen Verbraucherschutzes, dass wir ohne ein Investment in Aktien gar nicht mehr unsere Altersvorsorge decken können und dass wir auch mittel- und langfristige Ziele nicht mehr erreichen können ohne Aktien. Und soll ich dir etwas sagen? Es gibt verschiedene Gründe, warum es sich absolut lohnt, Investor zu werden, also in Aktien zu investieren. Wir könnten einen kurzen Blick auf die Rendite werfen. Rendite ist am Aktienmarkt die höchste, die du bekommen kannst. Das ist statistisch über mehr als 200 Jahre erwiesen. Aber ich glaube, es gibt einen viel wichtigeren Punkt als die Statistik oder die Rendite am Aktienmarkt. Ich möchte, dass du mal kurz die Augen schließt und einmal drüber nachdenkst, ob du persönlich glaubst, dass die Welt sich weiter dreht. Ob du persönlich glaubst, dass wir Menschen versuchen, unsere Erde zu erhalten. Jetzt weiß ich,
dass im Moment, und du kannst die Augen gerne wieder öffnen, wenn du sie geschlossen hast, jetzt weiß ich, dass im Moment auf dieser Welt wahnsinnig viel Bewegung herrscht. Wir haben das Thema Klimawandel, Klimakatastrophe, das ganze Thema CO2 und wir haben das Thema der ungleich verteilten Vermögensgüter. Immer mehr Reiche besitzen immer mehr Vermögen und immer mehr Menschen unten fallen raus. Aber lass uns noch einen Schritt zurückgehen. Denk noch mal drüber nach. Würdest du mir zustimmen und sagen, ja, der Mensch möchte gerne seinen Lebensraum behalten, wir wollen alle überleben. Ich glaube, da sind wir uns einig. Und wenn wir uns jetzt angucken, dass Menschen zum Überleben gewisse Güter brauchen, dann sind wir auf der richtigen Schiene unterwegs. Denn wenn wir auf der Welt mehr Menschen werden, dann brauchen wir auch mehr Lebensmittel. Wir brauchen mehr Wasser und das können wir an dem täglichen Bedarf eines Menschen festmachen. Wir gehen morgens auf die Toilette, wir duschen uns, wir waschen uns, wir putzen uns die Zähne, unsere Wohnung ist geheizt, wir haben Strom für das Licht oder den Laptop, wir wollen zur Arbeit, egal ob mit dem Fahrrad oder mit dem Auto oder mit dem Bus oder mit der Bahn. Also wir benutzen Transportmittel, wir brauchen Hygieneartikel und all diese Dinge braucht jeder Mensch auf der Welt. Das heißt, wenn unsere Welt weiter existiert, im Übrigen nur dann brauchen wir auch Geld, weil wir unser Leben finanzieren wollen. Wenn die Welt untergeht, bräuchten wir es ja nicht. Also wenn du die Frage für dich mit dem Ja beantwortest und sagst, ja, wir Menschen wollen gerne überleben, dann gibt es vermutlich keine bessere Investmentstrategie, als dass du in den täglichen Bedarf investierst. Denn soll ich dir was verraten? Du bist sogar schon Börsianer. Nur eben vermutlich auf der falschen Seite. Denn du nutzt die Produkte. Und es ist egal, ob wir Amazon nehmen, ob wir Facebook nehmen, ob wir Google nehmen oder ob wir Unternehmen nehmen wie Johnson & Johnson oder andere. Also Produkte wie Nutella, Milka, Persil oder Reinigungsmittel. Wir alle sind bereits Börsianer. Und zwar in dem Moment, wo wir in die westliche Welt geboren werden, denn wir benutzen die ganzen Produkte. Aber wir regen uns ständig darüber auf, dass Produkte teurer werden. Wir regen uns ständig darüber auf, dass unser Geld weniger Kaufkraft hat. Anstatt uns bei dem Starbucks-Kaffee über die 6 Euro aufzuregen, könnten wir ein paar Aktien besitzen und würden uns freuen, wenn der Starbucks-Kaffee etwas teurer wird, weil wir partizipieren von der Wertsteigerung und wir partizipieren möglicherweise von den Dividenden. Und so kannst du jedes Produkt nehmen, was du am heutigen Tag benutzt. Vielleicht machst du das mal testweise. Vielleicht schreibst du dir mal eine Liste, welche Produkte du heute verwendet hast, wie du mit dem Auto gefahren bist, was du angezogen hast, was du gegessen hast, getrunken hast und so weiter. Und schaust heute Abend mal in die Nachrichten, in die Börsenzeitung und siehst, all diese Unternehmen sind Aktienunternehmen. Also ganz ehrlich, es ist nicht damit getan zu sagen, die Börse ist nichts für mich. Denn dann müsstest du im Prinzip konsequent als Biobauer auf deinem kleinen Hof leben und Selbstversorger sein. Meine Empfehlung ist es, dass du beginnst, das Thema in dein Leben zu integrieren. Denn entweder arbeitest du für Geld, du tauschst also Zeit gegen Geld, oder dein Geld arbeitet für dich. Das heißt, du generierst aus deinem regelmäßigen Einkommen zusätzlich an der Börse Einnahmen. Und noch einmal, du bist bereits Börsianer. Und der einzige Grund, warum die meisten Menschen in der Dachregion nicht als Börsianer dabei sind, ist, dass sie nicht wissen, wie es funktioniert. Und die wenigen, die uns weismachen wollen, wie es funktioniert, die profitieren lieber alleine, anstatt das Wissen zu teilen. Hast du dir schon mal die Frage gestellt, wie unsere Finanzindustrie funktioniert? Unsere Finanzindustrie funktioniert relativ einfach. Wir bekommen als Kunde für einen kleinen Zins ein Anlageprodukt verkauft. Und es ist völlig egal, Lebensversicherung, Rentenversicherung, Bausparvertrag, irgendwelche anderen Anlageprodukte. Die Bank oder das Investmenthaus, die Versicherung, sammelt Geld vom Kunden ein und gibt einen niedrigen Zins zurück. Dann macht die Gesellschaft aus deinem Geld viel Geld, gibt dir den kleinen Teil ab und behält den großen für sich. Möchtest du einen Beweis? Geh mal in die Innenstadt von London. Geh mal in die Innenstadt von New York, zum Beispiel Manhattan. Weißt du, wem diese ganzen Hochhäuser gehören? Banken, Pensionsfonds, Investmenthäusern, also Vermögensverwaltungen,
die Geld vom Kunden einsammeln und dann dieses Geld stark vermehren, dem Kunden aber nur wenig abgeben. Und noch einmal, du machst Börse nicht, weil du zu doof bist, zu klein oder zu groß, sondern Börse spielt im Leben wahrscheinlich keine Rolle, weil du bisher den Börsenführerschein nicht gemacht hast. Führerschein ist genau das richtige Wort. Bevor wir Auto fahren dürfen, müssen wir den Führerschein machen. Aber die wenigen, die die Börse probieren, machen auch noch schlechte Erfahrungen, weil sie eben vorher keinen Führerschein für die Börse gemacht haben. Ich sag's noch einmal zusammengefasst. Du bist bereits Börsianer auf der falschen Seite. Die Rendite an den Aktienmärkten schlägt alles, was es je gegeben hat. Der Verbraucherschutz empfiehlt mittlerweile für den Privatanleger die Börse und selbst die größten Universitäten der Welt wie Harvard, Cambridge oder Yale besitzen Milliardenvermögen an der Börse und partizipieren von dem Aufstieg. Übrigens, ganz nebenbei, weißt du, was passiert, wenn wir alle Börsianer sind? Das Vermögen wird gerechter verteilt. Ich habe vorhin gesagt, dass es im Moment zwei ganz, ganz große Probleme auf der Welt gibt. Es gibt bestimmt mehr, aber zwei, sind wir uns alle einig. Das eine ist das Klimathema und das andere ist das Thema der ungerechten Verteilung des Vermögens. Stell dir mal Folgendes vor. Wir bleiben jetzt mal nur in Deutschland oder in Österreich und der Schweiz in 110 Millionen Menschen in diesen drei Nationen über den Daumen. Stell dir vor, alle diese Menschen könnten Börse und alle diese Menschen würden partizipieren an den Erfolgen von Facebook, Amazon, Google und Tesla, Microsoft. Und wir würden alle an diesem Erfolg eine Scheibe für uns abschneiden. Weißt du, was passieren würde? Unser Gesamtvermögen als Gesellschaft würde wachsen und nicht das Vermögen von Einzelnen, die Investoren bei Amazon sind. Also wir würden eines der größten gesellschaftlichen Probleme unserer Zeit lösen, wenn wir nur gemeinschaftlich den Mut hätten, mit der Börse zu beginnen, und zwar mit jemandem, der dir hilft, an deiner Seite. Denn du sollst es ja vermeiden, dass du auf Dauer Verluste erleidest und du sollst sogar auch am Anfang die Verluste vermeiden, indem du einen Mentor an deine Seite stellst. Lass uns dazu einen gemeinsamen Blick auf unsere Investorenquadrantenformel werfen. Denn das ist die Formel, mit der mittlerweile weit über 10.000 Menschen die Börse nutzen, um ein regelmäßiges Einkommen zu generieren. Und das für dich zur Sicherheit sogar mit der staatlichen Anerkennung eines Investmentinstitutes. Als allererstes möchte ich dir vier Regeln dafür geben, die mit dem Thema Investieren zu tun haben. Und wenn du noch keinen Stift zur Hand genommen hast, solltest du es spätestens jetzt tun, denn diese vier Regeln helfen dir, an der Börse die größten Fehler zu vermeiden. Oder Achtung, falls du noch einen Berater hast, deinen Berater zu überprüfen, dass er mit dir einen sauberen Job macht. Vielleicht am Rande eine kleine Anmerkung. Ist dein Berater vermögend oder ist er es nicht? Klammer zu, denk drüber nach. Der erste Quadrant ist der Quadrant der Eigenschaften. Das heißt, es ist der Quadrant der Qualität. Wenn wir investieren, tun wir das nur, wenn wir die Qualität des Investments exakt verstanden haben. Nimm den Vergleich mit der Immobilie. Du möchtest eine Immobilie kaufen und wenn du nicht zufällig Bauunternehmer oder Immobilieninvestor-Profi bist, hast du keine Ahnung, was die Immobilie wert ist. Stimmt's? Also suchst du dir einen Gutachter, der dir eine Bewertung der Immobilie macht. Übertrag das bitte jetzt mal auf deine Investmentanlagen. Rente, Lebensversicherung, Riester, Rürup, ETF, Aktienfonds, egal was du so gemacht hast. Bist du in der Lage, die genaue Qualität dieses Investments zu bestimmen? Die Regel dazu lautet, ich investiere nur, wenn ich ein Investment zu 100% verstehe. Der zweite Quadrant ist, glaube ich, absolut logisch, denn wenn ich als erstes die Qualität bestimme, möchte ich als zweites wissen, was der faire Marktpreis ist. Das bedeutet, kann ich den fairen Marktpreis bestimmen? Auch dazu ein Vergleich aus dem Leben, denn ich möchte, dass du die Angst verlierst zum Thema Geld. Ich möchte, dass du verstehst, dass du in der Schule vielleicht nur 5, 10, 15 Stunden Unterricht hattest und das Thema Geld nie gelernt hast, wenn du nicht zufällig einen Mentor gefunden hast oder in einer vermögenden Familie aufgewachsen bist.
Also, der Preis. Der Gebrauchtwagen im Internet ist ein perfektes Beispiel. Du gehst ins Internet, suchst dir das Modell aus, den Hersteller, die Ausstattung und du kennst den genauen Preis. Kannst du das auf deine Investments übertragen? Kennst du den fairen Marktpreis? Ansonsten schreib dir diese beiden Fragen bitte auf. Frage deinen Berater nach der Qualität und zweitens frage deinen Berater nach dem fairen Marktpreis. Als drittes solltest du dich mit der Strategie beschäftigen und auch da kannst du entweder deine Börsenstrategien überprüfen, wenn du schon Börsianer bist, oder du kannst deinen Berater fragen. Verdiene ich Geld in jede Marktrichtung, also steigende Kurse, Seitwärtskurse, fallende Kurse. Ein Profi kennt sogar den Weg, wie er ein Einkommen an der Börse generiert in einem richtungslosen Markt. Das heißt, du kannst auch Geld verdienen über die Vermietung von Aktien. Für dich gilt heute, wenn du investierst, achte darauf, dass du in jede Marktrichtung Geld verdienen kannst. Und der vierte und letzte Quadrant ist der Quadrant der Absicherung. Ich sage es dir jetzt in einem harten Satz, aber ich meine diesen Satz ganz lieb. Bist du noch nicht finanziell sauber aufgestellt oder vielleicht sogar finanziell unabhängig, dann kannst du es dir nicht erlauben, Geld zu verlieren. Und jetzt wird bestimmt der ein oder andere von euch sagen, naja, wenn ich ein niedriges Risiko habe, habe ich auch eine niedrige Rendite. Aber das ist die Produktwelt der Banken, Versicherungen und Investmenthäuser. Wenn du alleine dein Depot aufbaust, kannst du ganz entspannt die Zusammensetzung aus Rendite und Sicherheit selbst bestimmen. Wusstest du zum Beispiel, dass es möglich ist, ein Depot an der Börse zu pflegen, ohne ein Risiko für sein Kapital zu haben? Also, vierter Punkt ist, achte bitte darauf, dass du beim Investieren und oder an der Börse kein Kapital verlierst. Der fünfte Punkt, und das ist die Basis unseres Tuns, ist das Thema der Persönlichkeit und des Mindsets. In der Kürze dieses Vortrags kann ich das jetzt nicht ausführlich mit dir besprechen, aber ich kann dir sagen, du musst, wenn du finanziell sauber aufgestellt werden oder sein möchtest, musst du dich um deine Finanzen selber kümmern, Eigenverantwortung. Du brauchst einen regelmäßigen Termin mit deinem Geld und du musst finanzielle Intelligenz aufbauen. Ansonsten bist du immer das Opfer von anderen finanziellen Interessen. Am Anfang habe ich dir kurz von meinem Besuch mit Joshua Kimmich erzählt. Ich kann dir sagen, dieser Tag hat mich geerdet, denn mir wurde eins bewusst, warum bin ich persönlich vermögend geworden? Der Grund ist, weil ich gerne teile und abgebe, Menschen helfe mit Zeit, Geld oder Know-how. Wenn du dein eigenes Leben auch auf dieses Level bringen möchtest, dass du jeden Tag das tun kannst, was du liebst, Zeit mit dem verbringen, den du magst, und Dinge tun, die du mit deiner Familie, deinen Hobbys, deinem Sport oder deinen Freunden verbringen möchtest, dann ist es wichtig, einen grünen Haken an deine Finanzen zu setzen.